Vielen Dank allen Rednerinnen und Rednern. Jetzt haben wir uns ausreichend Rückenwind geholt für die nächsten 1,5 Tage. Wir gehen jetzt im Programm, nachdem wir ein bisschen im Verzug sind, gleich zügig weiter mit 2 Keynotes. Wir wollen uns das Thema von 2 Seiten ein bisschen genauer anschauen, um dann auch Stoff für die Diskussion nach der Pause zu haben. Die Pause werden wir ein bisschen verschieben, aber ich glaube nur geringfügig oder gar nicht kürzen. Wir werden schauen, dass wir das Zeitmanagement so eintakten, dass Sie auch auf Ihre Gesprächs- und Erholungskosten zwischendurch kommen. Wir starten mit dem ersten Vortrag. Wir haben jetzt schon einige Male den Green Deal herangezogen. Sie wissen, im Spätherbst 2019 hat sich die Europäische Kommission darauf geeinigt und es gab dann Zustimmung, aber auch Kritik von vielen Seiten. Fridays for Futures hat gesagt, das ist viel zu wenig. Andere Bereiche der Gesellschaft haben gesagt, das ist viel zu viel. In Wirklichkeit geht es darum, was wir ja gehört haben, das jetzt umzusetzen und daraus etwas Lebbares zu machen für uns, für die nächsten Generationen. Unser erster Referent, Dr. Harald Welzer, wird die Frage stellen, wie viel grüne Fantasie der grüne Deal der Europäischen Union braucht. Und ich denke, wir können uns von ihm sicher interessante Antworten erwarten. Er ist ein sehr bekannter Referent, Direktor von Futur 2, der Stiftung für Zukunftsfähigkeit. Er ist Sozialpsychologe, hat schon mit vielen Befunden zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation auf sich aufmerksam gemacht. Das Thema Klimakultur, alternative Lebensstile, alternative Wirtschaftsformen ist eines seiner großen Themen. Er ist Honorarprofessor für Transformation, Design und Research an der Europa-Universität in Flensburg. Er hat zahlreiche wissenschaftliche und gesellschaftliche Aufgaben und wir sind jetzt sehr gespannt, welche grüne Fantasie er uns mit auf den Weg geben wird. Herzlich willkommen, Dr. Harald Welzer. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich über die Freude für 30 Jahre erfolgreicher Arbeit des Klimabündnisses. Ich gratuliere natürlich dazu. Muss aber, ich werde ja immer zu solchen Veranstaltungen ein bisschen als Partykiller eingeladen, gleich mal ein paar Anmerkungen vielleicht machen, die Freude temporär vielleicht etwas abdämpfen. Am Ende werde ich wieder positiv. Fangen wir mal an mit dem Wort, was jetzt in allen Grußworten, glaube ich, vorkam und was bei Herrn van der Bellen ganz stark vorkam, nämlich das Wort Klimakrise. Das Wort Klimakrise ist falsch. Wir haben keine Krise, sondern wir haben einen veränderten Zustand im Klimasystem, der nicht mehr weggehen wird. Und wenn wir den Begriff der Krise verwenden, dann suggerieren wir immer, weil das ist ein Begriff, der aus der Medizin kommt, dass wir sozusagen ein System haben, was in einen krisenhaften Zustand geraten ist und nach Bewältigung dieses Zustandes, nach erfolgreicher Behandlung in den Ausgangszustand zurückkehrt. Das bedeutet Krise. Das ist aber beim Klima nicht der Fall. Herr Wolter hat gerade eindrucksvoll geschildert, in welcher Situation wir uns befinden. Deshalb ist der Begriff der Krise falsch. Wir haben einen neuen Zustand. Dieser Zustand wird nicht wieder verschwinden. Und ich frage mich, die Zerstörungen, die jetzt ja nur punktuell einen Teil von Deutschland betroffen haben, die jetzt einen Aufwand von 30, 40 Milliarden erfordern, überhaupt das Gröbste zu beseitigen. Was wird denn beim nächsten Extremwetterereignis sein? Haben wir dann wieder 30 oder 40 Milliarden beim übernächsten, beim fünftnächsten? Und das sind ja alles Dinge, die man jetzt wirklich sehen muss. Und ich halte auch den Begriff der Warnung für falsch. Das, was in Ahrweiler und in anderen Orten passiert, das ist keine Warnung. Das ist der Zustand, vor dem vor 50 Jahren gewarnt wurde. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als zum ersten Mal über Klimawandel, über Erderwärmung wissenschaftlich diskutiert wurde. Und insofern glaube ich, müssen wir uns nochmal anders konfrontieren mit dem Zustand, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Und als Sozialpsychologe kann ich jetzt eigentlich auch erklären, wieso wir Begriffe wie Krise oder Warnen oder 5 vor 12 und so lieben. Weil wir uns damit suggerieren, dass alles im Grunde genommen noch genauso ist wie vorher,
Und da gibt es eine Bedrohung, die liegt in der Zukunft. Und wenn wir uns jetzt ganz doll anstrengen, dann werden wir diese Bedrohung abwenden. Das ist aber nicht richtig. Jetzt sage ich Ihnen mal so ein paar Gedanken, die unfertig sind, wo ich gerade selber so dran lang denke. Weil wir haben alle, auch das ist ja schon gesagt worden, mit einem Problem zu tun, das wir nicht kennen. Wir kennen ein solches Problem nicht. Es ist weder in unser politisches Handeln, in unsere politischen Routinen, in unsere politischen Theorien eingespeist, noch in sozialwissenschaftliche, politikwissenschaftliche und so weiter Theorien und Konzepte. Warum? Weil es neu ist. Und es ist deswegen neu, weil die zentralen politischen Auseinandersetzungen, das zentrale politische Handlungsfeld des 19. des 20. Jahrhunderts ein völlig anderes gewesen ist. Das 19. und 20. Jahrhundert, wir können hier nach Steyr gucken, ins Museum Arbeitswelt, da lernt man viel darüber. Diese zwei Jahrhunderte sind geprägt von der Bewältigung der sozialen Frage. Das ist die zentrale Frage gewesen seit der Industrialisierung. Kämpfen um Arbeitsrechte, kämpfen um Arbeitszeit, kämpfen um Gerechtigkeit, Entstehung sozialdemokratischer Parteien, Entstehung von Mitbestimmung, Entstehung von sozialer Marktwirtschaft. Alle diese Kämpfe sind die prägenden Kämpfe des 19. und 20. Jahrhunderts gewesen. Mit vielen Lösungsversuchen bis hin zum Faschismus. Auch der Faschismus ist ein Lösungsversuch der sozialen Frage gewesen. Ein Lösungsversuch, der auf furchtbare Weise gescheitert ist. Die stalinistischen Systeme, die kommunistischen Systeme sind Lösungsversuche der sozialen Frage gewesen, die genauso tödlich gescheitert sind. Ja, aber die Lösung, die gefunden worden ist in den liberalen Demokratien, ist eine gewesen, die die soziale Frage natürlich nicht zu 100%, aber im Vergleich zu den Generationen vorher auf eine faszinierend gute Art und Weise gelöst hat. Das bedeutet aber, wir haben eigentlich eine Politik gesehen, die letzten 200 Jahre, ist jetzt alles ein bisschen sehr vergröbert, eine Politik gesehen, wo Menschen mit Menschen verhandelt haben, wo Menschen mit Menschen gekämpft haben, wo Menschen sich mit Menschen auseinandergesetzt haben, wo Gruppen gegen Gruppen verhandelt haben. Wenn wir jetzt das Problem mit dem Klimasystem haben, mit dem Erdsystem haben, wir müssen ja auch über das Artensterben und andere gleichermaßen gravierende Probleme reden, dann haben wir keinen Verhandlungspartner, der menschliche Gruppe ist, sondern das sind Naturverhältnisse, die jetzt gewissermaßen aufzeigen, dass die Sache so nicht weitergeht. Und dass sie leider nicht jetzt nicht weitergeht, sondern seit 50 Jahren schon nicht weitergeht. Das macht immer mein Problem aus, wenn ich solche Reden halte bei so Jubiläumsveranstaltungen. Ich war letzte Woche beim 50-jährigen Jubiläum von Greenpeace. Tolle NGO. Fantastische Arbeit, die die gemacht haben. Aber sagen Sie es nicht weiter. Das Problem ist einfach, dass die Ausgangslage, als Greenpeace begonnen hat, ihre Proteste zu machen, ihre kreativen Protestformen zu machen, ihre Erzeugung von Bildern und Geschichten zu produzieren, dass die Ausgangslage, die globale Ausgangslage, was alle Umweltthematiken angeht, vor 50 Jahren wesentlich besser war, als sie heute ist. Umgekehrt, trotz 50 Jahren Greenpeace ist die Situation heute viel schlimmer als zu der Zeit, wo sie angefangen haben. Ja? Und Klimabündnis ist eine fantastische Sache. Die Zahlen sind genannt worden. Wenn 1800 Gemeinden mitmachen, wenn sie vor allen Dingen, finde ich sowieso, den wirklich zentral richtigen Gedanken mit indigenen Gruppen zusammenarbeiten und so weiter, dann ist das eine starke Sache. Und von den Erfolgen her, die man bilanzieren kann, sind das 30 Jahre erfolgreiche Arbeit gewesen. Aber wir müssen doch trotzdem sagen, trotz Greenpeace, trotz Klimabündnis, ist die gegenwärtige Lage im Jahr 2021 wesentlich schlechter als im Jahr 1991 oder 1971. Ja, und wir haben so eigentlich einen Move, neudeutsch gesagt, dass wir in einem Zug fahren, der mit immer gesteigerter Geschwindigkeit ordentlich zulegt und wir alle, also hier sind ja die Guten im Saal und beim Greenpeace-Jubiläum waren ja auch die Guten im Saal, die Guten laufen in dem Zug entgegen der Fahrtrichtung. Und das ist die große Frage, ob das so zielführend ist. Und wenn ich so diese, ach Leitner, entschuldigen Sie bitte, aber dieses Plädoyer für vorne sein höre,
Da bin ich mir nicht sicher, ob vorne sein die Strategie ist, mit der man durch das 21. Jahrhundert kommt. Ob wir nicht, und jetzt komme ich zur grünen Fantasie, uns sozusagen zumuten müssen, noch ganz anders nachzudenken über diese Themen. Alles, was gesagt worden ist, ist völlig richtig. Wir haben auch kein Bewusstseinsproblem, wir haben ein Handlungsproblem, wir haben kein Datenproblem, wir haben ein Maßnahmenproblem und so weiter. Stimme ich alles total zu. Aber die Verlockung ist so ungeheuer groß, dass wir beim bestehenden System bleiben und beim bestehenden Denken bleiben. Dafür gehört für mich vorne sein, Wettbewerb ganz vorne sein, wachstumsmäßig ganz vorne sein, Wohlstand erhalten. Und all diese Sachen sind ja, sagen wir mal, nicht die Höhepunkte grüner Fantasie. Ja, sondern das ist eigentlich das Denken und Handeln aus den letzten 200 Jahren. Und das ist deshalb für uns so wahnsinnig schön, so weiter zu denken, weil das, was am Ende als Gesellschaftsform und Wirtschaftsform der modernen westlichen Nachkriegsgesellschaften rausgekommen ist, das größte Erfolgsmodell ist, was die Geschichte je gesehen hat, in Bezug auf die individuellen Lebensläufe und den Wohlstand, die individuellen Freiheitsmöglichkeiten. Noch niemals ging es den Leuten so gut wie jetzt hier in Wels heute Vormittag. Ja, allen, die hier sitzen, geht es besser als Ludwig XIV. Und das ist Verdienst einer kapitalistischen Wachstumswirtschaft. Wenn wir aber mit Themen zu tun haben, mit denen Sie tagtäglich beschäftigt sind, wie Klimawandel, oder das Artensterben habe ich schon erwähnt, oder andere ökologische Phänomene, die uns jetzt sozusagen das Leben schwer machen, besonders denen, die direkt betroffen sind, auch das Leben kosten, dann haben wir Endlichkeitsphänomene, mit denen wir konfrontiert sind. Wir leben aber in einem Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, deshalb bin ich auch auf den nächsten Vortrag sehr gespannt, in einem Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, was keine Idee von Endlichkeit hat. Ja, eine Wachstumswirtschaft hat logisch, inhärent keine Idee von Endlichkeit. Deshalb muss vorne sein, Wettbewerb überbieten, andere sozusagen besiegen, andere Wirtschaften und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Konzepte der Grenzüberschreitung und der Unendlichkeit. Aber wir haben Endlichkeit. Ja? Und wenn wir mittlerweile Endlichkeit von Sand haben, Sandprobleme, wir haben Sandmangel. Und wir haben, wenn Sie die Daten angucken, Mangel wirklich an allem, auch an Dingen, die vor 50 Jahren, als Greenpeace gegründet wurde, oder vor 30 Jahren, als Sie sich gegründet haben, noch nicht mal in den Horizont gekommen sind, dass so etwas ein Mangel sein könnte. Und trotzdem ist es so, wenn Sie die Zulassungsstatistik der Autos in Deutschland angucken, dann haben Sie jetzt die Hälfte dieser SUVs, die Kampfwagen gegen das Weltklima. Ja? Und Sie haben nicht nur diese Zulassungszahlen, sondern Sie haben auch bei jedem einzelnen Fahrzeug die dreifache PS-Zahl wie vor 30 Jahren, als Sie sich gegründet haben. Nächstes Jahr ist das 50-jährige Jubiläum der Grenzen des Wachstums. Werde ich wahrscheinlich auch wieder eingeladen, ja, um dann irgendwie zu sagen, oder da können wir aber an der Stelle, jetzt komme ich zum Positiven, können wir an der Stelle eigentlich eine Drehung machen. Als Dennis Meadows und seine Kolleginnen und Kollegen vor 50 Jahren diesen Bericht veröffentlicht haben, war dieser Bericht ja alles andere als alarmistisch. Das weiß heute keiner mehr, weil das gilt sozusagen als der Weckruf, das Zeichen und sonst was, und die meisten kennen halt den Titel und haben den Rest nicht gelesen. Grenzen des Wachstums. Übrigens im Original Limits to Growth, nicht of Growth. Das heißt, der Prozess, der läuft, war eigentlich das Thema. Und die haben ja damals ein Szenario auf 100 Jahre gerechnet. Und sie haben damals, jetzt auch wieder grob verkürzt, gesagt, wir haben ein Problem am Beginn des 21. Jahrhunderts, weil wir in verschiedenen Segmenten einfach die Grenzen überschreiten. 1972, so Meadows, ist es aber kein großes Problem, weil bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts waren es da eben noch 30 Jahre Zeit. Das heißt 30 Jahre, um einen Pfadwechsel einzuleiten.
Deshalb waren die Autorinnen und Autoren der Studie damals, als das veröffentlicht wurde, in dem Sinne gar nicht besorgt. Wenn man sagen kann, okay, wir sind alle aufgeklärte Menschen, wir haben die Mittel in der Hand, lasst uns den Fahrtwechsel machen. Und das Fiese an der Sache ist, dass dieser Fahrtwechsel überhaupt nie eingeleitet wurde. Denn wenn es den Fahrtwechsel gegeben hätte, wären die Autos ja kleiner geworden oder ganz verschwunden zugunsten eines öffentlichen Verkehrssystems, was wesentlich nachhaltiger ist. Wären die Wohnungen nicht größer, sondern kleiner geworden, wären die Produktzyklen länger und nicht kürzer geworden. Aber alles, was passiert ist in den vergangenen 50 Jahren, war das Gegenteil eines Fahrtwechsels, nämlich das beschleunigte Weitermachen in der Richtung, die man so erfolgreich eingeschlagen hatte. Und wir sitzen alle in einer Erfolgsfalle, weil wir uns nicht vorstellen können, wie jenseits einer konventionellen Ökonomie, die so viel Gutes mit sich gebracht hat, wir tatsächlich ein gutes Zusammenleben in Demokratie, Freiheit und einer gewissen Wohlständigkeit organisieren können. Und das ist das Projekt, um das es geht. Und deshalb würde ich sagen, dass die Aufgabe, die Sie haben, die ich habe, die alle Bürgerinnen und Bürger haben, denen es darum geht, dass man eine lebbare, moderne Gesellschaft erfinden kann, ist die Aufgabe wesentlich größer als nur, und das ist ja schon eine gigantische Aufgabe, das muss ich dem Kreis hier nicht ausführen, als nur CO2 zu reduzieren. Das ist extrem wichtig, muss ich hier nicht erklären. Aber das reicht nicht, das geht nicht, wenn wir gleichzeitig, jetzt komme ich auf das Bild mit dem Zug, in dem wir entgegen der Fahrtrichtung laufen, wenn wir gleichzeitig die ganze Zeit alles politische und wirtschaftliche Handeln darauf abstellen, dass es immer schön 3% oder sonst was Wirtschaftswachstum jedes Jahr gibt, bedeutet ja nichts anderes als jedes Jahr 3% gesteigerten Verbrauch. Wachstum ist das vornehmere Wort für gesteigerten Verbrauch. So, und da brauchen Sie die Ressourcen für das Bergen der Ressourcen und für die Stoffumwandlung, um daraus Produkte zu machen, brauchen Sie Energie und zwar immer mehr. Und Sie brauchen die Infrastrukturen, die jetzt in der Gegend Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz so in Sekundenschnelle zerstört worden sind. Das braucht man ja alles dafür, um diesen Betrieb wieder aufrechtzuerhalten und wiederum Wachstum zu generieren. Und die Perversion übrigens, Herr Wolter, ist ja auch da, dass wir eigentlich sagen, wenn wir jetzt 30 oder 40 Milliarden mobilisieren, trägt ja zum Bruttoinlandsprodukt bei. Ja, und deshalb funktioniert der Laden so weiter wie bisher. Weil alles das, was als Schaden generiert wird, ist ja sozusagen Erhöhung des wirtschaftlichen Stoffwechsels. Und insofern, und das ist vielleicht gar nicht schlecht, das zu einem 30. Geburtstag auch zu sagen, ist unsere kollektive Aufgabe, unsere soziale und kulturelle Aufgabe, ja die, uns das Leben, den Lebensstil und unsere Aufgaben nochmal neu zu erfinden und zu sagen, nein, nein, mit immer mehr können wir die Ziele, die wir alle total verinnerlicht haben, nicht erreichen. Wir sind jetzt, wo die Schäden, wo die Katastrophe nicht mehr in einem Zustand der Warnung, sondern der Gegenwart ist, müssen wir uns mal damit konfrontieren, dass eine Bekämpfung dieser Phänomene nicht ohne Wohlstandsverluste gehen wird. Man muss einfach mal sagen, es geht nicht alles so weiter, so schön wie es ist und gleichzeitig können wir den Klimawandel bekämpfen. Das ist eine probate Lebenslüge, an der wir alle teilhaben und auf die wir uns einigen können. Und verbunden mit dieser Lebenslüge ist ja auch die Suggestion innerhalb der Bevölkerung, dass sie so weitermachen können wie bisher. Da ist gar nichts dran zu verändern, weil die Techniker, die Ingenieurinnen und so weiter, die machen das. Und wir lösen die Probleme mit erneuerbaren Energien und bingo. Und alles kann so weitergehen wie bisher. Es ist eigentlich doof, weil die Entwicklungschancen, die wir gerade als vitale Kraft in modernen Gesellschaften haben, dabei verloren gehen. Denn wir können ja, Wels ist ein Beispiel dafür, aber viele andere Städte auch, wir können ja bessere Städte haben. Wir können ja andere Formen des Wohnens organisieren, die weniger ressourcenintensiv sind, aber höhere Lebensqualität, ganz neue Perspektiven des Zusammenlebens von Generationen, des Wiederzusammenbringens von Arbeit und Leben und sowas haben. Wir können
würde ich immer sagen, autofreie Städte haben. Und autofreie Städte sind auch dann gut, wenn es keinen Klimawandel gibt. Wir dürfen unsere Energie, unsere Fantasie, die grüne Fantasie, gewissermaßen nicht negativ begründen. Denn die ganze Geschichte der Moderne, ich habe vorhin die Arbeitskämpfe genannt, beruhen ja darauf, dass man darauf bestanden hat, dass Leben etwas anderes sein kann, als der Gegenwartszustand bietet. So, also fangen wir doch an, wie es auf der Ebene der sozialen Gerechtigkeit als erfolgreicher Kampf gewesen ist, unsere Welt neu zu erfinden. Und zwar so wie im Sinne der Fridays for Future, dass tatsächlich so etwas wie Generationengerechtigkeit kein hohles Wort ist, sondern etwas, was passiert. Aber dafür muss tatsächlich extrem viel mehr anders werden als nur die Größe der CO2-Emissionen. Wir müssen anders wirtschaften. Da sind die Ökonominnen und Ökonomen gefragt. Ja, von denen kommt bis auf wenige Ausnahmen ja extrem wenig. Da kommt extrem wenig. So übrigens, wenn ich mal, ich mache immer gerne so ein Wirtschaftswissenschaftler-Bashing. Als die Pandemie ausgebrochen ist, mit der wir jetzt schon mehr als anderthalb Jahre leben, kam von den Ökonomen nichts, null. Und als die erste Welle vorbei war, konnten sie für 2021 die Quartalswachstumsraten berechnen, bis auf eine Kommastelle. Die natürlich alle nicht gestimmt haben, weil die Pandemie hat sich den Rechnungen nicht gefügt. Aber es wäre doch interessant gewesen, mal Konzeptionen darüber zu hören, wie wir so wirtschaften können, dass wir in Zukunft solche Katastrophen besser managen können. Andersrum gesagt, eben wurde das auch gesagt, Ökonomie und Ökologie sind Geschwister. Nein, das sind keine Geschwister. Wir haben bislang durchgängig ein Primat der Ökonomie, dem sich alles, auch das Ökologische, nachzuordnen hat. Und da wir eine neue Verhandlungssituation haben, nicht mehr mit humanen Verhandlungspartnern, sondern mit naturalen zu tun haben, kann die Ökonomie, so leid mir das tut, nicht das Primat haben, sondern wir sind in einer Notsituation und da muss das Ökologische das Primat haben. Aber jetzt kommt tatsächlich noch was Positives. Die Menschheitsgeschichte ist voll von verzweifelten Situationen. Das kann ich jetzt nicht ausführen, aber Sie kennen viele. Wenn wir an 1945 denken, einen verheerten Kontinent mit Millionen von Toten, mit Abermillionen von Flüchtlingen, von Vertriebenen, mit vollkommen zerstörten Infrastrukturen, mit vollkommen zerstörter Eigengeschichte, wo ganze Kollektive davor standen, dass sie komplett historisch versagt haben, das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte gemacht haben und so weiter, stelle ich mir als eine unendlich verzweifelte Situation vor, gesellschaftlich wie auch individuell. Komischerweise ist keine 100 Jahre später, keine 3 Generationen später aus dem Empire of Evil eine moderne demokratische, oder wenn wir über Österreich sprechen, 2 moderne demokratische Gesellschaften geworden, mit einer unglaublichen Wohlständigkeit, einem unglaublichen Bildungsniveau und so weiter. Das heißt, eine solche Verzweiflung ist ein Ist-Zustand, der bedeutet aber nicht, dass man da nicht rauskommt. Aber man kann nur rauskommen, wenn man sich mit den Realitäten konfrontiert. Und nachhaltig zu sein, nachhaltige Konzeptionen zu entwickeln, nachhaltige Lebensformen darf nicht verstanden werden als eine Einschränkung, die man leider machen muss, weil es den doofen Klimawandel gibt, sondern wir müssen das mal kommunizieren als etwas, was wir machen wollen, weil dadurch das Leben besser wird. Und jetzt gebe ich Ihnen 2 Hinweise darauf. Der Raum, in dem wir uns befinden, ist ein Symbol der Nachhaltigkeit. Das ist keine bescheuerte EZB, die nach 30 Jahren abgeschrieben ist als Gebäude und dann ist es egal, was man damit machen kann, sondern steht ein paar hundert Jahre da und dient sehr vielen Generationen zur angenehmen Gestaltung ihres Lebens von Treffen oder sonst was. Ja? Nachhaltigkeit ist nichts, was wir erfinden müssen. Es ist gerade ein Buch erschienen der Mittelalterhistorikerin Annette Kehnel. Dieses Buch heißt Wir konnten auch anders. Ich empfehle Ihnen das sehr zur Lektüre. Weil sie zeigt auf in diesem Buch, welche Nachhaltigkeitspraktiken wir seit der Moderne vergessen oder abgeschafft haben. Der Begriff des Abfalls ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Vorher gab es keinen Abfall, weil niemand irgendwas weggeschmissen hat. Und die Profession des Lumpensammlers
war eine hochgeachtete, hochdifferenzierte Berufstätigkeit mit Ausbildung, mit Zunftordnungen und sonst was, weil die Praxis, nichts verkommen zu lassen, sondern immer wieder zu verwenden, eine geradezu heute, würde man sagen, Hightech, ja, Geschichte gewesen ist, für die es hohe Professionalität brauchte. Aber niemand wäre auf die Idee gekommen, irgendwas wegzuschmeißen. Und niemand wäre zu diesen Zeiten auf die Idee gekommen, dass gutes Leben von permanenter Steigerung abhängig ist, sondern eher von der Verbesserung der Verhältnisse zueinander. Also, insofern, wir haben es mit einer Aufgabe zu tun, die in dem Sinne nicht lösbar ist, dass man zum Status quo ante zurückkehrt, aber die bewältigbar ist, weil wir natürlich intelligent genug sind, auch mit dem Klimawandel zu leben. Ja? Was man tun muss, ist natürlich jede Steigerung der Emissionen zu vermeiden, weil jedes Zehntel, jedes Hundertstel Grad zählt, weil sonst wird es irgendwann total unbewohnbar. Aber die Aufgabe ist keine allein von technischer Intelligenz, sondern wir müssen endlich mal wieder was mobilisieren, was ich soziale Intelligenz nenne. Das heißt Formen des Zusammenlebens erfinden, wo wir Spaß daran haben, uns selber zu erleben, wie man anders leben kann. Danke.